Geld vom Konto eines Verstorbenen abheben. Wenn Sie ein Schweizer Konto erben in der Schweiz als Deutscher, sollten Sie dieses Video genau beachten. Ich zeige Ihnen typische Fehler, die die Erbengemeinschaft bei Bankguthaben und dessen Auszahlung macht. Deutsche Erben dürfen bei Schweizer Banken das Geld vom Konto eines Verstorbenen abheben, ohne Vollmacht. Sie können nach dem Tod des Kontoinhabers das Nachlasskonto umschreiben, und zwar auf ein neues Schweizer Bankkonto, das auf Ihren Namen lautet. Bleiben Sie dran! Caputo and Partners, SwissBankingLawyers.com. We fight for your money. Ich bin Enzo Caputo, ich bin Schweizer Rechtsanwalt mit über 30 Jahren Erfahrung. Ich berate internationale Privatkundschaft in Sachen Asset Protection. Ich habe als Compliance Officer und Chef der Rechtsabteilung innerhalb der alten UBS Gruppe gearbeitet. Ich war der CEO des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter. Heute bin ich Inhaber der Boutique-Anwaltskanzlei Caputo & Partners und der Domain SwissBankingLawyers.com. Hier auf dieser Domain finden erfolgreiche internationale Geschäftsleute wie Sie Tipps und Lösungen, um das Vermögen bei Schweizer Banken besser zu schützen, mehr Geld zu verdienen und weniger Steuern zu zahlen. Bleiben Sie dran! We fight for your money. Nachlasskonto umschreiben, aber richtig. Die Bank wird die Überweisung nur dann ausführen, wenn ein gemeinsam unterzeichneter Überweisungsauftrag und ein Erbschein, wenn beides vorliegt. Beides muss vorliegen. Das bedeutet, dass der Überweisungsauftrag zum Nachlasskonto umschreiben von allen Erben unterschrieben werden muss. Wenn ein Erbe nicht unterschreibt, bleibt das Konto gesperrt. Es ist sehr wichtig, dass sich alle Erben einig sind. Die Bank will vermeiden, dass Geld an die falschen Begünstigten verteilt wird. Sie hat es nicht eilig, das Geld zu überweisen. Sie ist kooperativ, solange alle Erben einverstanden sind. Vermeiden Sie Familienstreitigkeiten. Leider finden Streitigkeiten zwischen Familienmitgliedern oft statt. Streitigkeiten kosten Geld. Das schlägt keine Geiß weg. Oft kommt es vor, dass ein Familienmitglied das Nachlassverfahren sabotiert. Stellt sich nur einer der Erbberechtigten quer, so haben wir den Salat. Die Bank hat kein Interesse, den Familienstreit zu lösen. Sie bleibt passiv. Das Geld bleibt blockiert. In einer solchen Situation kann ein guter Anwalt Wunder vollbringen, um alle Familienmitglieder zur Vernunft zu bringen. Eine starke Zusammenarbeit spart viel Geld. Kontoauflösung bei Todesfall ohne Erbschein, geht das? Sie brauchen für die Abwicklung der gesetzlichen und der testamentarischen Nachfolge zwingend einen Erbschein. Er muss am Ort des letzten Wohnsitzes des Kontoinhabers erlassen worden sein. Ohne Erbschein kann man nur dann zum Geld kommen, wenn man Begünstigter von einem Offshore-Trust oder einer Familienstiftung ist. Wer den Pflichtteilsschutz umgehen will, verschiebt sein Vermögen in einen Offshore-Trust, der in einem Land ohne Pflichtteilsschutz domiziliert ist. Der Trust hält die Aktien einer Offshore-Company mit Konto in der Schweiz. Beim Cook Island Asset Protection Trust müssen pflichtteilsgeschützte Erben die Schenkung an den Cook Island Trust innerhalb von maximal 2 Jahren nach der Schenkung anfechten. Sind 2 Jahre nach der Schenkung an den Trust vergangen, ist Game Over. Selbst die paulianische Anfechtungsklage hilft nicht beim Anfechten der Schenkung. Ausländische Urteile werden in den Cook Islands kategorisch abgeschmettert. Sie werden nicht anerkannt und schon gar nicht vollstreckt. Es ist gerichtsnotorisch, dass Ehemänner, die bereits mehrmals verheiratet waren, jungen Ehefrauen nicht trauen. Das gilt umso mehr, wenn das Geld vom Ehemann allein erwirtschaftet wurde, und zwar vor der Ehe. Wenn Sie Geld während der Ehe verschwinden lassen wollen, dann müssen Sie damit so schnell wie möglich anfangen. Es muss aber alles legal sein. Wenn Sie Ihrer Frau nicht trauen und Sie eine Kampfscheidung befürchten, wenn Sie das Geld in Sicherheit bringen wollen, dann ist der Cook Island Asset Protection Trust das richtige Instrument für Sie. Das Konto liegt wie immer in der Schweiz oder Singapur, aber niemals auf Banken auf den Cook Islands im Südpazifik. Dieses Konto sollte möglichst lange geheim bleiben. Meiden Sie Zahlungen, die Spuren hinterlassen.
Meinen Sie vor allem Zahlungen in Euro, die über Frankfurt laufen? Und meinen Sie vor allem US-Dollar-Zahlungen, die über New York laufen und verräterische Spuren hinterlassen? Wenn Sie eine Zahlung machen müssen, dann nur in Schweizer Franken oder indirekt über ein Anwaltskonto. 2 Jahre nach Errichtung des Trusts kann die Ehefrau die Schenkung nicht mehr anfechten. Dann ist Ende Feuer, Game Over. Wenn Sie dafür sorgen, dass das Konto mindestens 2 Jahre geheim bleibt, dann sind Sie unangreifbar. Wer eine Scheidung heimlich vorbereiten will, kann weitere Asset Protection Maßnahmen umsetzen, um seine finanzielle Existenz zu schützen. Es lohnt sich, früh damit zu beginnen. Auch hier gilt, wer zuletzt kommt, den beißen die Hunde. Dazu mache ich in Zukunft separate Asset Protection Videos. Welche Erbschaftsdokumente brauchen Sie, um ein Schweizer Konto auflösen zu können? Um Geld vom Konto eines Verstorbenen abheben zu können, müssen Sie folgende Dokumente vorlegen. Sie brauchen die Sterbeurkunde, auch Todesschein genannt, Erbschein mit Testament, falls ein Testament vorliegt, Reisepass von jedem Erben und des verstorbenen Kontoinhabers und schriftlicher Überweisungsauftrag an die Bank, ordnungsgemäß unterzeichnet von allen Erben. Der Erbschein zeigt die Personalien der gesetzlichen Erben. Dies ist wichtig für Länder, die einen Pflichteinschutz haben. Das sind alle Länder in Kontinentaleuropa. Wenn Sie aber Begünstigte eines Offshore-Trusts oder einer Familienstiftung sind, sind die Nachfolgeregeln sehr unterschiedlich. Sie müssen den geltenden Gesetzen der zuständigen Offshore-Gerichtsbarkeit entsprechen. Das Akteneinsichtsrecht ist sehr begrenzt. Die genaue Bezeichnung des Erbscheins hängt von der jeweiligen Gerichtsbarkeit ab. Zuständiges Gericht für den Erbfall ist das Gericht am letzten Wohnsitz des verstorbenen Kontoinhabers, also des Erblassers. Dasselbe gilt für das anwendbare Recht. Welcher Kontostand zählt beim Erben? Es gilt der Kontostand am Todestag. Die Erbschaftssteuer und der Pflichteinsanspruch werden am Todestag berechnet. Die Eigentumsrechte gehen eine Sekunde nach dem Tode vom Erblasser an die Erben über. Das ist das Prinzip der Universalsukzession. Die Universalsukzession regelt die Nachfolge. Das bedeutet, dass Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, also Aktiva und Passiva, unmittelbar eine logische Sekunde nach dem Ableben geerbt werden. Welche sind die Vorbefordernisse seitens der Bank? Die Erbschaftsurkunden müssen ins Englische, Deutsche, Französische oder Italienische übersetzt werden. Sie müssen von einem Notar beglaubigt und mit Apostille gemäß dem Haager Übereinkommen von 1961 überbeglaubigt werden. Wenn die Dokumente von der Bank akzeptiert werden, können die Gelder auf ihr eigenes Bankkonto überwiesen werden. Wenn Sie ein neues Konto in der Schweiz eröffnen möchten, helfe ich Ihnen bei der Kontoeröffnung in der Schweiz. Ich helfe Ihnen, die sicherste Schweizer Bank zu finden. Falls Sie Probleme haben, die richtigen Dokumente zusammenstellen, helfe ich Ihnen dabei. Falls jemand nicht in die Schweiz reisen kann, verhandle ich mit der Bank eine Lösung. Wenn Sie Probleme haben, ein Visum für die Schweiz zu erhalten, erstelle ich für Sie ein Einladungsschreiben zu Handen der Schweizer Botschaft in Ihrem Wohnsitzland. Lassen Sie mich mit der Schweizer Botschaft verhandeln, wenn Sie einen exotischen Pass haben, der Einwanderungsprobleme verursacht. Wenn das Schweizer Bankkonto vor vielen Jahren eröffnet wurde, besteht die Gefahr, dass die Gelder nicht steuerkonform sind, also Schwarzgeld. Die alte Generation hatte eine Mentalität, die auf strikter Geheimhaltung beruhte. Sie trauten ihrer eigenen Regierung nicht. Sie wuchsen während des Zweiten Weltkriegs auf. Sie verdienten das Geld nach dem Zweiten Weltkrieg. Alte Kunden, insbesondere diejenigen, die nicht von professionellen Beratern unterstützt werden, sind sich der Folgen des automatischen Informationsaustauschs nicht bewusst. Sie glauben nach wie vor an den Schutz durch das Schweizer Bankgeheimnis. Das schweizerische Bankgeheimnis schützt die Privatsphäre, aber hilft nicht mehr bei Steuerhinterziehung. Beachten Sie das Einhalten der Meldepflicht bei Erbschaft aus dem Ausland.
Wenn Sie ein Offshore-Bankkonto im Namen einer Offshore-Gesellschaft geerbt haben, beispielsweise einer Gesellschaft an den britischen Jungferninseln, British Virgin Islands, müssen Sie herausfinden, ob die Gelder besteuert wurden. Um aus der Schwarzgeldfalle herauszukommen, müssen sich alle Erben zusammenschließen und koordiniert handeln. Sehr wichtig. Alle Erben sollen die Gelder bei der Steuerbehörde am Wohnort legalisieren. Steuerkonformität ist zwingend erforderlich. Gibt es eine Schweizer Erbschaftssteuer für Ausländer? Die Konten ausländischer Kunden werden in der Schweiz nicht besteuert. Viele Konten mit sogenanntem Schwarzgeld oder besser steuerneutralem Geld wurden von den Finanzämtern aufgedeckt, weil die Erben nicht miteinander kooperierten. Wenn ein Erbe seine Steuern deklariert und der andere Erbe nicht, wird die Steuerbehörde Wind bekommen. Die Strafen für Steuerhinterziehung sind sehr hoch in Deutschland. Es gilt das Strafrecht. Beschlagnahme des Vermögens in Kombination mit Freiheitsstrafe sind die Folgen. Das ist kein Spiel. Denken Sie daran. Al Capone, der bekannte Gangster von Chicago in den 30er Jahren, kassierte 11 Jahre Gefängnis für Steuerhinterziehung und nicht etwa für andere Straftaten. Je nach Gerichtsbarkeit gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Vermögenswerte zu legalisieren. In den letzten 10 Jahren haben wir einige hundert Bankkonten dank dem Selbstanzeigeverfahren legalisiert. Die Strafen sind sehr streng. Wir hatten Fälle, bei denen das Guthaben auf dem Konto nicht ausreichte, um die Bußgelder zu bezahlen. Solche Informationen finden Sie nicht in Universitäten, nicht in Bibliotheken, nicht in Buchhandlungen und nicht im Internet. Wenn Sie meine Informationen nützlich finden, zeigen Sie es mir bitte. Bitte liken, teilen und abonnieren Sie jetzt meinen YouTube-Kanal und läuten Sie die Glocke. So verpassen Sie kein neues Video. Wenn Sie schnell das Geld vom Konto eines Verstorbenen abheben und Zugang zur Erbschaft in der Schweiz wollen, dann schreiben Sie mir bitte eine E-Mail oder rufen Sie mich jetzt an. Wählen Sie die Telefonnummer 00414421244404. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.